Jetzt haben wir circa 4 Uhr am 29. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Wir können hier langsam zum Gipfel starten. Jetzt heißt es wieder auf den ersten Sonnenstrahl warten, wie immer. Allerdings geht es hier im Gegensatz zum Elbrus, wo wir um 1 Uhr gestartet sind, erst um 5 Uhr los. Gucken wir mal, wann die Sonne aufgeht und uns wärmt. Hier sind wir jetzt am steilsten Teilabschnitt unserer Route zum Aconcagua. Schon eine ganz schöne Nummer, wenn man so runter guckt. Nach oben sieht das genauso aus. 2,5 Stunden. Nur noch wenige Meter. Da oben geht es rechts rum und da sind wir auf dem höchsten Berg Südamerikas. Es war eine unglaubliche Anstrengung hier hochzukommen. Fast 10 Stunden haben wir gebraucht. Ich bin körperlich wirklich am Ende. Mein Emotional war es natürlich eine ganze Sache, die ich hier gemacht habe. Nach 14 Stunden kommen wir endlich wieder im Basislager an. Wir sind alle erschöpft, well done, und freuen uns jetzt auf den Schlafsack, vielleicht noch eine warme Mahlzeit und schlafen wir wie die Babys.